Unser Freund Nick Browns möchte sich, bevor wir loslaufen, mit ein paar Worten an uns wenden. Rosh Basch, liebe Freundinnen und Freunde. Abdullah Öcalan ist seit 19 Jahren Gefangener der Türkei, Gefangener der NATO. Aber aus dem Gefängnis raus kämpft er weiter für Frieden, für die Freiheit der Völker des Mittleren Ostens, für Demokratie, für die Befreiung der Frauen. Und die Ideen von Abdullah Öcalan werden Realität. Sie werden Realität in Nordsyrien, in Rojava. Das ist der Türkei aber so sehr ein Dorn im Auge, dass sie seit 3 Wochen ihren Angriffskrieg gegen den Kanton Afrin in Nordsyrien, in Rojava, begonnen haben. Die zweitstärkste NATO-Armee greift an der Seite von Al-Qaida-Söldnern einen kleinen Kanton mit 1 Million Einwohner an. Der türkische Faschistenführer Devlet Bahçeli sagte, das ist ein Kampf um Leben oder Tod für die Türkei. Liebe Freundinnen und Freunde, es kann um diese Türkei nicht gut bestellt sein, wenn ein kleiner Kanton mit 1 Million Menschen eine solche Bedrohung für ein Land mit 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist. Aber Bahçeli hat recht. Afrin ist eine Bedrohung für die Türkei. Nein, keine militärische Bedrohung. Afrin hat niemals die Türkei angegriffen. Aber Afrin ist eine Bedrohung für die Ideologie der AKP. Afrin ist eine Bedrohung für die türkische Staatsräson von einer Nation, ein Staat, eine Sprache und eine Religion. Afrin ist eine Bedrohung für die AKP. Eine Bedrohung für den neuen Sultan Erdogan. Afrin ist eine solche Bedrohung, weil Afrin zugleich die Hoffnung ist. Die Hoffnung der Völker des Mittleren Ostens auf ein demokratisches Zusammenleben. Die Hoffnung der Völker der Türkei auf eine demokratische Türkei, auf eine Selbstverwaltung, auf die Gleichstellung der Geschlechter. Liebe Freundinnen und Freunde, während wir hier demonstrieren, gibt es auch in Ankara eine großartige Friedenskundgebung. Denn dort versammeln sich die Delegierten der Demokratischen Partei der Völker, der HDP, zu ihrem Parteikongress. Trotz Ausnahmezustand sind dort 32.000 Anhängerinnen und Anhänger dieser Friedenspartei, dieser linken Friedenspartei, zusammengekommen. Und sie werden dort nicht nur eine neue Parteiführung wählen, sondern dieser Kongress ist auch ein großartiges Symbol für den Friedenskampf mitten in der Türkei. Und wie schwer dieser Kampf ist, haben wir die letzten Tage gesehen, als hunderte Mitglieder der HDP, hunderte Delegierte, Funktionäre verhaftet wurden, weil sie für Frieden auf die Straße gegangen sind. Aber der Wunsch nach Frieden lässt sich nicht unterdrücken. Und auch der Wunsch nach Freiheit für den Repräsentanten des kurdischen Volkes, Abdullah Öcalan, lässt sich nicht unterdrücken. Auch in Ankara ertönte heute die Forderung nach Freiheit für Herrn Öcalan. Und wir stehen hier, um für Öcalans Freiheit einzutreten. Wir stehen hier, um gegen den feigen Angriff der türkischen NATO-Armee auf Afrin zu demonstrieren. Und wir grüßen die heldenhaften Verteidigerinnen und Verteidiger von Afrin. Wir grüßen die Delegierten des HDP-Kongresses in Ankara. Und wir grüßen Abdullah Öcalan, dessen Lehren eine Hoffnung für die Völker der Türkei, Kurdistans und den Mittleren Osten sind. Freiheit für Abdullah Öcalan! Frieden für Afrin! Nieder mit Erdogan!